Hallo, meine lieben Videofreunde, da sind wir wieder. Seht ihr es? Wer da wegläuft? Was? Ich schwimme, ja. Ich bin leicht wie eine Feder. Bom, 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 bom. Warum hört man das bisher? Warum hört man das bisher? Ja, das war aber ziemlich laut. Ach ja, du möchtest ja an deinen riesigen Häuslein weiterbauen und ich, meine Wenigkeit, wird mal ein bisschen am Lagerhaus wieder rumbauen. Obwohl, ach, willst du mir nicht mehr helfen? Nein, ich möchte mich nicht ausnutzen lassen. Ey, komm, sei mal nicht so. Komm, sei mal nicht so. Ich werde mit meinem Sleep fertig. Ach ja, ich fliege ja noch. Ach, die Geschichte. Ja, ja. Ist so, ja ein bisschen unfair, ne? Ach, unfair. Ach. Unfair. Was ist denn schon unfair? Sie sieht mich nicht. Doch, ich sehe deinen Schatten. Ach. Das ist ein großer Greifvogel, der über dir fliegt. Oh mein Gott. Nein, und ich habe immer noch kein Dach auf mein Haus. Ey, wenn du dann ein bisschen Hilfe brauchst, dann erscheine ich wieder und helfe dir. Oh mein Gott, ein Schaf. Töte es nicht. Ich habe ein Schaf. Okay, warte, ich muss mir als erstes kurz mal, ich mache hier einen kleinen Schafstall, habe ich mir jetzt warte, ich glaube, ich habe sogar noch Zäune und einen Gatter, ich kann es dir nochmal vorbeibringen. Oh, wäre cool. Ich habe mir gerade nicht allzu viel Holz. Nur ganz kurz, während der Bauphase, meine lieben Videofreunde, werde ich einmal kurz rüberfliegen. Ansonsten wird nicht gescheatet und sonstiges, ihr kennt es ja. Bin ich kein Freund davon und vom Fliegen auch nicht. Da, hey, bitteschön. Cool. Kannst du sehr. Weizen hast du? Hä? Weizen? Die anzulocken? Ja, doch, hab ich. Wunderbar. So, jetzt fliege ich noch einmal zurück und dann ist Feierabend mit Fliegen. Sag mal, als was hattest du mich jetzt hier gesetzt? Weil ich kann ja zum Beispiel mit einer Holzaxt, jetzt muss ich mein Gamebook bestimmt umstellen, wa? Ach ja, das habe ich auch. Damit kannst du es gleichzeitig auch noch protecten. Also sichern. Ich könnte es nie wieder abreißen. Ist nur doof, weil ich jetzt mit einer Holzaxt hier nichts mehr abbauen kann. Ja, mit der Holzaxt kannst du das gleich alles protecten, also sichern. Dann hast du kein Eisen? Ah, doch, habe ich, ja. Dann kannst du dir damit eine schöne Axt machen. Yay. Ich baue hier gerade erstmal, weil ich weiß zwar nicht, wie ein Schaf da unbedingt jetzt reingekommen ist. In mein Haus direkt. Aber ist eigentlich ganz praktisch. Ja, ja, dann hast du es doch gleich da. Beute es aus. Beute es doch einfach aus. Machst du doch sowieso, glaube ich. Freiwillig gerne. Ich sag mal nicht so. Ich bin doch nicht so. Natürlich. Wie soll ich denn sein? Ich bin sympathisch, nett, freundlich. Ja. Ja. Die Betonung liegt auf. Ja. Das höre ich aber gerne. Ich freue mich immer, wenn Leute verlegen sind. Verlegen nennst du das? Okay, lassen wir das mal so stehen. Ja, ich kann nicht alles sagen. Achso, okay, ja. Du weißt doch, ich krieg wieder Schläge. Ach ja, die Geschichte. Ja, ja, du fängst dann an, wieder nach den Aufnahmen mich zu verprügeln. Sag das doch nicht so einfach, Mensch. Das soll ich doch noch nicht wissen. Ey, ich hab dir schon mal gesagt gehabt, ich werde das sagen, dass du so brutal bist. Jetzt sei mal nicht so. Ich streichel dich auch oft genug. Na okay, deine Tierchen. Meine Tierchen. Ich darf nur zugucken. Ich krieg nie Liebe, ich krieg nur Hiebe. Na, so oft mache ich das nur auch nicht. Natürlich. Das hat sich auch gerade gut angehört. Ja, natürlich. Natürlich. Wir spielen hier einfach mal so mit den Wörtern rum. Irgendwann kommt die Frage, seid ihr ein Pärchen? Nein, ich möchte leben. Oh ja, das war die Strafe, ich bin voll runtergefallen. Was hast du jetzt davon? Ja, hast du es gesehen, wie ich da auf den Abgang gemacht habe? Leider nicht, aber man hat es gehört gehabt, auf einmal warst du ganz still. Ich habe hier mal den Abgang, als ob so nach Motto, ja, so schlimm ist sie auch nicht, fall runter. Na ja, Fun muss sein. Ohne Fun läuft, Alter, schon wieder. Oh, ich habe ein Ei gefunden. Echt, ja? Ja. Stimmt, von Huhn. Kann auch vom Strauß sein. Meinst aber du? Es ist unwahrscheinlich, dass hier so ein Strauß rumrennt. Wer weiß. Vielleicht mögen mich die Sträuße. Na, Blumensträuße höchstens. Warte mal ehrlich. Strauß, Sträuße, Straußen? Ja. Was sind die Mehrzahl davon? Sträußchen?
Nee, jetzt ehrlich, weißt du das? Nee. Das sind die Mehrfälle von Strauß. Wie ist denn das? Bist du blöd? Ich? Nee, das Schaf. Ich weiß nicht, was macht das denn bei dir? Ey, ich habe da so ein Fenster. Ne? Ja. In mein Haus. Okay. Was ich noch nicht zugebaut habe. Und was macht dieses blöde Schaf? Das denkt dann, ja, gehe ich doch mal einfach so durchs Fenster, ne? Und stelle mich doch direkt einfach mal vor das Zaun. Vor dem Zaun, jetzt habe ich. Vor den Zaun, wollte ich gerade sagen. Das Zaun. Komm her, ja, fein. Damit sich da draußen keiner aufregen tut. Komm, oh, ja, artig, machst du das hier artig. Komm, Herzchen, fein, hast du das gemacht. Okay. So, dann setze ich halt hier Zaun erstmal hin, bevor ich jetzt noch kein Glas habe, damit hier mein Schaf nicht abhaut. Ah, dann kann sie jetzt sagen, sie hat ihr erstes Haustier hier. Ja, ich habe ein Schaf, das nenne ich Sven. Aber ich muss das, glaube ich, schwarz erstmal anmalern. Anmalern vor allen Dingen. Dazu brauchst du Tintensack. Ja, ich glaube Tintensack. Sagt ja, schwarzer Tintensack, ne? Mhm. Genau. Und sonst Tintensäcke, ne? Wieder. Genau, die Mehrzahl. Ja, ja. Scheiß Kopfkino, ehrlich. Ich merke das schon. Wir sind ganz, ganz schlimm. Ich merke das schon. Ja, halt junge Leute. Ja. Ich wollte ja auch lange wach bleiben und mit den jungen Leuten zusammen sein, aber es fing an zu regnen. Was? Was? Nein, ich bin runtergefallen. Ehrlich. Es wird dunkel, weißt du das? Trotzdem gehe ich nicht ins Bett. Warum nicht? Das hindert mich nicht. Okay. Weil es dunkel wird oder weil du nicht mehr jung bist? Ja, lässt er doch über mein Alter. Ach was, Zack. Ehrlich, du hast hier, hast du Lumberjack an? Lumberjack, heißt das so? Ja. Das ist aber wenn du neu. Oder hast du mir das eingestellt? Nee, ich hab das, glaube ich, allgemein an. Also an. Ehrlich, war das schon beim letzten Mal so? Ich glaube ja. Ansonsten hätte ich nochmal gucken müssen. Das habe ich jetzt nicht haargenau im Kopf. Das muss ich aber nochmal sehen. Also ich bin der Meinung, das hattest du nicht das letzte Mal. Lol, ist ja cool. Ich finde ich gut. Finde ich gut, lass das so. War schön. Na wunderbar. Hauptsache, du bist zufrieden. Ja, bin ich. Hast du toll gemacht. Ja, ich weiß, ich bin ein toller Kerl. Ich bin schon ein toller Hecht. Alter, hau ab! Ich wollte gerade sagen, wie schweigsam sie doch ist. Auf einmal habe ich da irgendwas Rotes gesehen in den Büschen. Und dann kam auf einmal irgendwas Weißes und meinte mich abbombardieren zu wollen. Das Alter, war nicht... geh weg! Nein, was bist du? Oh mein Gott, ein Zombie. Mach dir doch keine Sorgen, das war nicht die Volksarmee. Okay, du, der blöde Zombie folgt mir auch noch. Hallo? Ja? Will man mich jetzt hier verarschen gerade? Die Zombies? Wo? Nee, nicht die Zombies. Okay. Ich brauche doch noch dämliches Fichtenholz. Mein dämliches Dach. Ich brauche noch ein bisschen Tropenholz, aber ich habe hier so ein bisschen hier hinten. Ja, ja, vor allen Dingen ein bisschen, ich weiß. Mhm. Obwohl ich jetzt nur sagen so ein muss... bisschen. Ach ja, beim letzten Mal... Warum bin ich eigentlich gerade so dusselig? Ich kann mich doch auch nach Hause porten. Machen wir es einfach mal so. Du wolltest doch... Alter! Ich will nicht sterben. Ich bin noch viel zu jung zum Sterben. Nein, lebe! Alter, hier gleich mit zwei Skeletten. Also ich bin immer noch der Meinung, das hatte ich vorher ab nicht gehabt. Dann kann es möglich sein. Vielleicht gerade unbewusst eingestellt. Das kann auch möglich sein. Was? Wer greift mich denn jetzt schon wieder an? Schon wieder so eine dämliche Spinne. Ich will nicht sterben. Habe ich doch gerade eben schon mal gesagt. So. Ich muss erstmal nach Hause was essen. Ja, ja. Essen ist sehr wichtig. Mm. Sonst. Leib und Seele. Jetzt habe ich es zusammen, ne? Genau. Yum, 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 yum. So sollte das sein. Ha, ich habe hier drin noch nicht mal was zu essen. Ist das schön. Ich habe noch Ofenkartoffel. Ja, ich habe auch. Oh mein Gott, ist hier da irgendwas Rotes? Ich habe auch eine Kartoffel und drei nette Äpfel. Akazienholz wolltest du auch beim letzten Mal haben, oh, wa? Ja, das ist ja voll toll. Ich habe da hinten an meinen sogenannten Palast, den ich da erstmal noch nicht mal ganz fertiggestellt habe, aber sei es drum. Wenn du hinter der Mühle gehst, da oben, den Palast da oben, findest du Akazienholz. Weil cool. Ich sollte erstmal was mampfen.
Ich sollte mir erstmal ein paar Kartoffeln oder sowas machen. Okay, auf jeden Fall, die Beschädigung des wunderbaren Creepers ist auf jeden Fall erstmal wieder repariert. Scheiß Creeper. Mm. Ich hasse sie. Ja. Welchen Sinn bringen sie? Gar nichts. Doch. Außer, dass sie sich selber in die Luft sprengen. Und uns zu ärgern. Naja, man kann auch sie ärgern, dass sie sich dann einfach so umsonst in die Luft sprengen. Nein, scheiße. Wollte ich gar nicht. Nein! So war es doch nicht gemeint. Wir reden hier von Creeper und auf einmal ist da einer. Juhu, Hähnchen. Ich habe hier irgendwie eine Spinne gehört. Finde ich nicht nett. Schon wieder? Alter, stirb! Ehrlich, willst du mich... Oh. Okay, ich nehme eine Axt so. Oh, bist du tot? Oh. Sorry. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Aber vor meinem Haus rennt hier ein Creeper herum. Ich habe furchtbare Angst, gerade rauszugehen. Naja, ist Angst verständlich. Nicht. Ich will nicht, dass er unbedingt... Habe ich denn hier nirgendwo einen Bogen? Dann knalle ich ihn ab. Ist mir doch egal. Ich habe nur ein paar Pfeile. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Ich habe keinen Bogen. Will man mich verarschen? Warum habe ich keinen Bogen hier? Ich brauche einen Bogen. Und wenn ich bloß mit dem Bogen in Ruhe. Ah, ich habe doch einen Bogen. So, jetzt... Saubacke, jetzt stirbst du. Saubacke? Saubacke? Na, ist er nicht mehr da? Ganz kurios. Wo ist er hin? Ah, da hinten, okay. Nimmt ihn von hinten! Mhm. Das ist aus einer ganz berühmten Spielereihe. Ehrlich? Ja, Medal of Honor. Hm, kommt mir bekannt vor. Aber das Glas von euch spiele ich selber. Echt, ja? Ja. So, mal gucken, ob ich ihn jetzt treffe von der Entfernung. Nein, Mist. Wo setze ich denn hier noch ein schönes Fenster hin? Ich muss mir auf jeden Fall gleich mal irgendwie ein bisschen... Hier habe ich doch noch ein kleines Stick. Bitte? Was wolltest du machen? Ich war gerade irgendwie vertieft. Ich brauche auf jeden Fall, muss ich mir gleich erstmal ein bisschen Sand holen. Warte, Sand, glaube ich, könnte ich dir gleich ein bisschen was bringen. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen Sand. Knochen habe ich hier, wunderbar. Nicht meine eigenen Knochen, einfach nur von den netten Skeletten. Sehr nett. Ja, ja, natürlich. Aber sie haben selber Schuld. Ich bin ja sonst ein friedfertiger Mensch. Eigentlich. Ja, nur. Ja. Nur. Hey, nur weil ich Kampfsport treibe, heißt das doch nicht, dass ich ein gewalttätiger Mensch bin. Das ist sowieso so ein dämliches Vorurteil. Ja, das stimmt. Man will seinen Körper eigentlich nur ein bisschen fit halten und wenn man das denn hört, aha, also ein gewalttätiger Mensch. Ja, genau. Ja, das ist so. Da könnte ich jedes Mal, ja, da könnte ich zum gewalttätigen Menschen werden, denn bei so einer Vorurteil. Ja. Ich verstehe das auch nicht. Das ist doch genauso wie als wenn, ja, okay, da glaube ich, scheinen sich die Geister, wenn ich jetzt sage, okay, bei WoW, ne, oder bei irgendwelchen Shooter-Spielen oder so, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, wie das jetzt in Amerika abläuft, aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, solche Leute, die jetzt meinen, irgendwelche Attentäter oder so, also so also Anschläge zu starten, die sind auch schon von der Psyche her irgendwie ein bisschen labil. Da kann ich mich nur voll und ganz anschließen, also nur durch das Spiel kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, also tut mir leid, ich spiele ja auch sehr viele Ego-Shooter und sonstiges und verspüre nicht den Drang, nur wenn manches mal irgendwo ein bisschen was schief läuft, dass ich mir da irgendwie selber Gesetze schaffen will oder auf einmal ein Racheengelchen spielen will. Mhm. So eine Gedanken kommen mir nicht. Ich habe für den Moment Fun, rege mich auf, wenn ich mehrmals hintereinander krepiere. Ja. Genau. Und dann ist eigentlich danach gut. Genau. Und dann ist schick und dann versuche ich es irgendwann nochmal, dann habe ich meine Rache und dann ist schick. Aber wie du schon gerade eben gesagt hast, es ist einfach die Leute selber, da läuft irgendwas im Kopf nicht ganz rund. Und ja, dann heißt es natürlich, die Spiele fordern das. Ja, ist klar, ne? Ja. Irgendwo müssen wir ja die Schuld suchen. Na natürlich, und wenn wir uns das jetzt mal haargenau richtig mal angucken, dieses Thema, Ego-Shooters, ja, wer hat sie denn eigentlich erfunden gehabt? Es waren die Amis, und zwar für ihr Militär damals. In den, lass mich raten, das erste Ego-Shooter-Spiel für die amerikanischen GIs kam 1950?
Ehrlich? In 1950, doch, nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Aggressivität der Soldaten zu stärken, haben sich die Amis da was einfallen lassen. Die haben sich dann da einfallen lassen, ja, wie kriegen wir das, damit unsere Soldaten leichter mit den Killen klarkommen? Ach, entwickeln wir mal so ein etwas brutaleres Spiel. Darum auch die Richtlinien, manche Spiele erst ab 18. Diese Altersbegrenzung. Nein, du Sauhund. Aber danke, den Sand wollte ich hier eh mitnehmen. Da du ja Sand brauchst. So, bevor wir uns jetzt wieder hier verquatschen, würde ich doch mal ganz knallhart sagen, dass wir jetzt einfach hier mal kurz einen kleinen, wunderschönen, tollen Cut machen. Einen tollen Cut? Davon? Ja, ein ganz, ja, natürlich. Oh. Ja, wir können auch einen Cut machen, natürlich. Yeah. Das geht doch alles. Yeah, machen wir einen Cut. Oh mein Gott, oh Gott. Also, meine lieben Freunde, dann bis gleich. Scheiße, tschüss. Ha ha ha.